Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's wieder gut da draußen. Wundert euch bitte nicht, warum ich den gleichen Hoodie anhab wie im letzten Video. Denn ich drehe dieses Video gleich nach dem anderen Video. Deswegen wundert euch bitte nicht. Heute gibt es mal wieder ein kleines Unboxing. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen. Ihr habt mir so oft die Frage gestellt, was kann man machen, wenn man in seinem Home-Studio die Boxen nicht so aufdrehen kann, wie man gerne möchte. Hier habe ich die Lösung, Freunde. Ich würde sagen, wir packen es zusammen aus. Ich glaube, jetzt reicht es langsam mal mit Bestellungen. Denn ich habe mir jetzt die Box gekauft für 300 Euro. Hier ist wieder ein teures Produkt drin. Und ich habe jetzt hier schon mal ein kleines Loch aufgemacht. Beziehungsweise hier war meine Adresse drauf. Unter dieser Verpackung befindet sich auch gleich der Artikel. Und ich bin so hyped, Freunde. Und so glücklich, dass ich endlich mein Setup vervollständigt habt. Also jetzt habe ich alles, was ich brauche, alles zum Produzieren. Jetzt muss ich eigentlich nur noch produzieren. Lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Hier sind meine neuen Studio-Kopfhörer. Die Beyerdynamic DT770 Pro in der 250 Mac-Ohm-Variante. Leute, jetzt wird Musik produziert. Das Problem bei mir ist ja auch, ich kann leider auch nicht immer die Box Vollgas aufdrehen, so wie ich es gerne machen würde. Aber es geht leider nicht, weil über mir wohnt mein Nachbar. Deswegen kann ich halt, wie gesagt, nicht immer aufdrehen. Hier ist die Lösung dafür. Das heißt, falls ihr das gleiche Problem habt wie ich vielleicht, ihr könnt zu Hause nicht voll aufdrehen. Wir testen die Studio-Kopfhörer, beziehungsweise ich teste die Kopfhörer für euch. Ich mache jetzt ein kurzes Unboxing. Ich habe echt lang überlegt, welche ich mir holen soll. Denn es gibt drei Varianten von diesen Kopfhörern. Einmal die 770 Pro, 880 Pro und 990 Pro. Der Unterschied ist hier 770 Pro geschlossene Kopfhörer. Das heißt, ihr hört von der Umgebung nichts mehr, wenn ihr jetzt darüber Musik hört. Wenn ihr euch die 880 holt, habt ihr halboffene. Das heißt, ihr hört von der Umgebung noch ein bisschen was. Und wenn ihr die 990 Pro nehmen würdet, habt ihr offene Kopfhörer. Das heißt, wenn neben euch jemand sitzt und redet mit euch, hört ihr das und dann produzieren auch noch. Ich habe mich für die geschlossenen Kopfhörer entschieden, da ich einfach mich voll konzentrieren will, weil ich will keine Geräusche von außen wahrnehmen bzw. bei Musik produzieren. Ich würde sagen, ich halte es jetzt einfach so in die Kamera. Wir machen ein kurzes Unboxing. Hier, leck mich am Arsch, sehen die geil aus. Hier springen euch gleich die Kopfhörer entgegen. Ich ziehe die jetzt einfach mal raus. Und wir schauen, was sich darin alles befindet. So, Karton ist leer. Wir haben jetzt hier Anleitung, noch eine Anleitung. Hier noch eine kleine Tasche für die Kopfhörer. Finde ich ganz nett, aber braucht man es unbedingt? Ich glaube nicht. Und hier, Freunde, die Kopfhörer. Hier drinnen befindet sich auch das Kabel. Das Coole ist, wir haben auch kleine, sowohl auch große Klinke am Start. Ich will es auf jeden Fall nicht kaputt machen. Machen wir es einfach hier mal auf. Hier das schöne Kabel. Leute, wer hasst es auch bei neuen Kabeln, dass es hier immer mit Tesa fest ist? Das ist so nervig. So, hilft nichts. Cuttermesser muss her. Zack. Natürlich habe ich wieder Haufen Müll. So, Freunde, hier sind die guten Kopfhörer. Viele haben geschrieben, beziehungsweise viele Nutzer, also viele, die sich diese Kopfhörer gekauft haben, haben gesagt, dass sie sogar nach 2 Stunden nicht mal bemerkt haben, dass sie Kopfhörer auf dem Ohr haben. Ich bin selbst gespannt, ich werde es jetzt gleich mit euch testen. Ich habe hier die 250 Ohm Variante, nicht Mac Ohm, was laber ich, 250 Ohm Variante genommen. Ich hätte auch die 80 Ohm Variante nehmen können. Die wäre, glaube ich, ein bisschen teurer sogar. Die ist halt dafür da, wenn ihr die Kopfhörer jetzt über das Handy nutzen wollt. Hier ist sogar noch ein Adapter dabei. Das heißt, wenn ihr die große Klinke nicht braucht, schraubt ihr das hier einfach weg und habt eine kleine Klinke. Der Vorteil jetzt, ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen über den Eventone Mix Cube. Da habe ich ja diesen 6,3 Klinkenadapter gebraucht. Jetzt habe ich keinen mehr und ich habe in meinem Audio-Interface nur einen 6,3 Klinkeneingang. Das heißt, ich lasse den jetzt gleich dran, steck den an und wir machen mal einen Soundcheck bzw. einen Soundtest und schauen mal, wie gut diese Kopfhörer abschirmen, ob ihr noch die Musik wahrnehmen könnt und ob ich mich selber beim Reden noch höre. Man sieht hier auch nochmal links
und rechts, das heißt beschriftet sind die schon. Gut, mit einer Cap ist es vielleicht jetzt nicht so gut, aber die sitzen einfach perfekt. Ohne Scheiß, die gehen übers Ohr, drücken kein bisschen und ich würde sagen, ich schließe das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier den Adapter für diese Box gebraucht, deswegen vorteilhaft, dass hier ein 6,3 Klinkenadapter dabei ist. Stecken wir das Ganze mal an. Hier kann ich ja die Lautstärke von den Kopfhörern erhöhen. Machen wir gleich mal ein bisschen laut. Gehen erstmal auf meinen Zweitkanal, DJ Dominguez, und gönnen uns erstmal den Mix von mir. So, minimale Lautstärke. Ich erhöhe mal. Also ich kann mich noch verstehen. Wenn ihr was hört, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich schreie ich jetzt gerade voll ins Mikro. Also der Klang von diesen Kopfhörern, ultra krank. Da kann jeder andere Kopfhörer einpacken. Also jetzt in den kurzen 2 Minuten, was ich jetzt hier Musik gehört habe, absolut krank. Und ich finde die halt übelst bequem. Die drücken nicht, die sitzen perfekt und krank. Ohne Scheiß, sowas hatte ich noch nie. Muss ich mir gleich nochmal gönnen. So, jetzt machen wir noch kurz einen FL Studio Check. Volle Lautstärke. So, Freunde. Wie gesagt, war ein kurzes Unboxing, kurzer Test. Bis jetzt mega zufrieden. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, dass, obwohl ich volles Volumen, also volle Lautstärke eingestellt habe, dass die Lautstärke über die Kopfhörer nicht ganz so laut ist, weil ich habe die 250 Ohm Variante. Wenn ich die 80 Ohm Variante genommen hätte, hätte ich sozusagen mehr Spielraum, mehr Lautstärke. Viele haben geschrieben in den Rezensionen, dass sie auch ein Focusrite benutzen und dass sie mit der 250 Ohm Variante komplett zufrieden sind. Ich muss jetzt ehrlich sagen, es war ein bisschen zu leise, beziehungsweise es hat schon gereicht von der Lautstärke. Aber manchmal drehe ich halt gerne noch ein bisschen mehr auf. Und ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, ob ich die nicht gegen die 80 Ohm Variante eintausche. Muss ich mir jetzt noch überlegen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt leider schon die Verpackung aufgerissen. Boah, schwierige Entscheidung. Also entweder ich behalte sie oder ich tausche die gegen die 80 Ohm Variante. Keine Ahnung. Einstellen kann man da ja leider nichts mehr. Bequem sind sie wie Sau, also sowas habe ich noch nie an meinem Ohr gefühlt. Es ist echt krank, wie geil bequem die sind. Gut, die haben natürlich auch ihren Preis, die kosten jetzt 120 Euro. Für Kopfhörer ist schon ja ein stolzer Preis, aber man bekommt was für sein Geld. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem Video. Kurzes Unboxing, kurzer Test. Falls jemand von euch auch die Biodynamics 770 Pro oder die andere Varianten besitzt, gerne in die Kommentare schreiben oder mir mal auf Instagram schreiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.